So, hallo, willkommen zu dem Video. Jetzt werde ich hier ein Hamstergehege bauen und das kann ein paar Wochen dauern, aber ich mache immer ab und zu mal jeden Tag ein bisschen was, je nachdem wie es Geld reicht und wie viel Holz ich mir kaufen kann. Und das soll hier in diese Ecke reingehen. Eigentlich wären es zwei Gehege, mal sehen. Und hier oben drüber kommt noch was. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie die Platten zurecht gesägt worden sind. Das ist jetzt heute Tag 2, gestern war Tag 1. Und hier habe ich noch sechs solche Bretter hier. Und 2 Meter Bretter und die werde ich auch noch alle zurechtsägen. Ja, und dann habe ich hier so eine 3 Meter davon Dingens hier. Die werde ich hier auch mal durchsägen. Und dann, das kommt nämlich dort hinten in die Ecke. Und hier ist auch schon der ganze Wühlmausdraht. So. So, hier sieht es aus. Ja, also das hält jetzt. Ich musste leider ein paar Löcher an Stellen bohren, wo es nicht reinging. Also das wusste ich ja vorher nicht. Dann habe ich 2 Stellen gefunden, wo man reinbohren konnte. Aber auf der Wand kann ich es vergessen. Also das muss jetzt so halten hier. Und ja, dann geht es weiter. Alles andere kann ich dann hier einfach dran festmachen. So, Montag, Tag 3. Es geht weiter. Ich säge jetzt mal hier das hier aus. Und heute ist der 15. und am 12. und 13. habe ich angefangen. 12. habe ich es alles gekauft. Und ja, hier sind noch alte Reste von anderen Maßnahmen. Und hier kommt dann die Etage drauf. So, das habe ich jetzt hier schon mal draufgelegt. Noch nicht festgenagelt und alles andere nur aufgelegt und noch nicht angeschraubt. Hier musste ich das so hier lösen, das Problem irgendwie. Und jetzt werde ich hier noch mal die Säule hier noch ein bisschen auf 1,7 m hier einkürzen, damit es gleich hoch ist. So, ich denke, das reicht für heute. Das ist jetzt einfach mal hier los hingestellt, das Holz. Hier sind übrigens die Meerschweinchen. Ja. Ja, also ich habe es alles hier lose hingestellt. Es ist noch nichts festgenagelt. Ja, hier die Säulen, also die für diese Etage hier, für das Gehege. Und dann die nächsten Schritte sind das alles festzunageln und dann, also erstmal abzubauen und dann wieder aufzubauen, wenn es alles fest ist und den Zaun ringsherum ziehen. Das kann auch einige Tage dauern. So, Tag 4. Ich hämmer jetzt hier erstmal die Grundplatte zurecht. Hier die ganzen Nägel und die Bretter ran und ja. So, Tag 4 immer noch 22:30 Uhr abends. Ich höre es langsam mal auf. Hier ist das Gitter und als nächstes kann ich von 3 Seiten das Gitter anmachen. Hier hinten ist ja die Säule. Und hier vorne kommt ja dann sowieso eine Tür dran. So, Tag 5. Ich mache hier den Zaun dran und fange hier einfach mal an, das hier durchzutrennen. Und ja, das wird eine Arbeit werden hier. Okay, also ich höre mal auf. Es ist schon 1 Uhr nachts und ich muss sowieso noch 3 Packungen Restzwecken erstmal kaufen. Andor. Na, Andor. Okay. Also heute Tag 6 und ich habe hier schon mal den nächsten Zaun dran gemacht und jetzt mache ich hier den nächsten dran. So, ich habe es oben und hier schon einen Winkel im Abstand ein bisschen, aber jetzt die schönen Reißzwecken von hinten, die wird leider nie wieder jemand sehen. Aber hier sieht man es auch ein bisschen. Ich kann versichern, dass das alles sehr perfekt ist. Okay, jetzt habe ich hier noch die Winkel gemacht. Das ist ja leider so eine Lücke, weil das nicht anders ging, aber da werde ich wahrscheinlich noch eine Lösung finden. Und dann werde ich morgen weitermachen. Bis dann. So, Tag 7, Freitag wieder, also Ausnahme des Sonntages, sonst wäre es ja der 8. Tag, habe ich jetzt hier schon mal die Grundplatte und hier die Bretter vorbereitet. Also ich habe es alles schon oben gehabt hier. Das ist das zweite Gehege, also das Ersatzgehege. Hier habe ich die Lücken hier ein bisschen jetzt mit Raketenstäben und irgendwelchen Restleisten gemacht. Und das zweite Gehege mache ich genauso. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist sozusagen. Hier solche Leisten und dann mit dem Zaun und so. So, Tag 8, 20. März ist heute. Ich bin wieder seit Stunden dabei und mache das zweite Gehege hier, die Etage, fertig. Ja, dann melde ich mich später wieder. So, okay, heute am Tag 9 habe ich ein bisschen weitergemacht. Aber jetzt ist eigentlich schon wieder der Tag 10. Also jetzt
am Sonntag konnte ich ja nicht hämmern, aber heute ist Montag. Und jetzt ist nachts um 1 Uhr. Ich schneide jetzt hier noch den nächsten Zaun zurecht. Und dann mache ich heute am Nachmittag weiter. Und das hier unten wird dann auch noch angebracht. So, Tag 10. Ich bin jetzt hier fertig und versuche jetzt mal die Etage hochzusetzen. Wenn ich es nicht alleine schaffe, dann brauche ich Hilfe. Zieh an, es hat geklappt. Dann kann es hier weitergehen mit den Türen bzw. der Tür hier noch, die ich noch bauen muss. So, ich habe heute wieder Montag, also den 10. Tag, den ganzen Tag nur hier gearbeitet. Fast den ganzen Tag. Habe hier unten noch eine Stütze dran gemacht, eine zusätzliche, wo das alles schon in der Wand gut verhält. Aber sicher ist sicher. Und soweit bin ich jetzt schon. Hier oben kommt das dritte hin. Und das ist überall vorbereitet. Kann ich nochmal abnehmen, um es weiter zu verbauen. Ja, also hier das erste Gehege ist fertig. Und das funktioniert. So. Alles perfekt. Dann geht's morgen weiter. Achso, und das hier ist, damit das Fenster mit dem Griff nicht so dran schlägt. So, Tag 11. Ich habe jetzt hier die ganzen Bretter abgemessen, gesägt und wieder runtergenommen. Und demnächst werden die halt alle wieder angenagelt. Diese Pfosten, 4 Stück drauf und so weiter. Dann geht's mit dem Zaun weiter. Und hier ist ein Knick drin. Das heißt, hier geht's schräg zum Fenster hin. Deswegen muss ich hier einen Knick reinmachen. Und deswegen sind das hier 2 Bretter. So, Tag 12. Jetzt habe ich hier schon mal das so weit fertig. Und jetzt ist wieder Mittagspause. Deswegen höre ich jetzt auf. So, und das andere wird demnächst wahrscheinlich am heute Nachmittag noch gemacht. Und dann geht es auch wieder mit den Zäunen weiter. So, Tag 12, 0.25 Uhr, also eigentlich schon Tag 13. Ja, ich habe jetzt wieder Stunden über Stunden hier gemacht. Und ja, also... So sieht's hier aus. Hier liegt schon alles Mögliche rum. Hier schreibe ich auch, was ich verbraucht habe. Und das hier habe ich jetzt so hier. Und das hier sind schon die Scharniere drin. Das kommt dann als nächstes oder übernächstes auch noch. Und dann die obere Etage. Andor und Skylar. Hey, wo bist du? Ich finde dich nicht. Naja. Also, jetzt haben wir hier Tag 14 und ich habe wieder mal alles gemacht. Also ich bin jetzt hier fast fertig. Ich will bloß noch hochzuheben, festzumachen, die Tür. Und das war's dann eigentlich schon fast. Und ja, also das hat wieder mal den ganzen Tag gedauert. Hier kommt noch eine zusätzliche Stütze rein. Und hier oben noch die Tür an. Hallo Nala. Und der Rest. Ja, Tag 15. Jetzt habe ich das hier hochgebracht. Muss es noch fertig anschrauben. Und die Tür dort noch machen, dann wäre ich fast fertig. So, 1.22 Uhr nachts zum Sonntag. Die letzte Öse wird reingedreht. So. Oh, jetzt habe ich hier noch weitere 9 Minuten rumgemerkt. Aber jetzt passt's. So, fertig. Erstes, zweites, drittes. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns wieder wahrscheinlich, wenn hier Tiere eingezogen sind oder wenn ich neue Tiere hier einrichte. Und dann tschüss. Und Prinzessin Mila beendet das Video im Laufrad. Skylar guckt auch.